Was geht ab, liebe Pokémon-Freunde? Wir sind zurück, die Doppel Ds aus dem Doppel B. Wir haben heute was ganz Besonderes eigentlich, also finde ich. Naja, ich meine, da wir nicht nur die Doppel Ds aus dem Doppel B sind, sondern der Doppel B auch ein sehr geiles Ladengeschäft ist. Genau, haben wir da was für euch? Ich weiß nicht, ob alle das wissen. Ihr könnt zum Beispiel, das hier hat uns ein Kunde gebracht und wollte das, ja, hat es glaube ich, zu mir hat er glaube ich gesagt, er hat es zu Weihnachten bekommen und kann damit nichts anfangen, ist leidenschaftlicher Magic-Spieler. Ja. Und wollte einfach wissen, was habe ich da, was ist es wert und kann ich es vielleicht hier loswerden? Zur Information, ihr könnt eure Sammlungen, egal welches Kartenspiel, ja, egal von welches allen aktiven Kartenspielen, die wir betreuen, immer hierher bringen. Und bei uns gibt es einen besonderen Prozess, also da macht nicht jemand nur so und sagt, oh ja, komm mal, 20 Euro, sondern die werden hier gelassen und wir haben so... Also wir nehmen uns tatsächlich, also kurz zur Info, ich meine, ich bin ein bisschen länger da als du. Ich meine, ich bin auch viel im Laden unterwegs und mache das selbst. Wir bei uns, die Vorgehensweise bei den Karten ist halt, wir nehmen nicht nur, wie er schon so schön gesagt hat, das Ding und machen einmal fertig und sagen, ey, wir geben euch 200 oder wie auch immer, sondern wir nehmen wirklich jede Karte, inspizieren die ganz genau und schauen uns dann, wie ist der Zustand, in welchem, also wie wir das graden würden und sagen euch dann den Preis in ganz genau und nicht nur grob drüber schlagen, weil es wäre euch für euch nicht gerecht, das ist für uns nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen euch einen fairen Preis anbieten und das passiert halt nur, wenn ihr uns die Möglichkeit gibt, einfach ein bisschen Zeit zu lassen. So sieht's aus. Also die werden hier gelassen, es wird dann gewartet, bis jemand da ist, der sich darum kümmert. Genau. Also es hat eigentlich so jeder Kartenbereich in seinen den meisten Experten. Fällen seinen Experten oder seinen Crack, der sich darum kümmern möchte und auch wird und wo der Chef sich da echt drauf verlässt, dass von dem nur, also dass von dem die Sachen anständig gemacht werden und der sich da Mühe gibt. Und ja, das ist jetzt so eine Sammlung. Ne? Also wir sehen hier begehrtes, wunderschönes Glurak. Ist leider nicht First Edition. Kein First Edition, auch echt in harter Zustand, wenn wir es mal rausholen. Aber also trotzdem... Die Rückseite allein spricht schon Bände unten, das Foiling ist ein bisschen abgekratzt. Aber wirklich, ja, trotzdem noch sehr begehrt, ja. Also... Ja, auf jeden Fall. Das sind schon Sachen, für die man echt Geld bekommen kann. Also wenn ihr zu Hause Sammlungen habt, denkt nicht nur, weil die verkratzt sind und weil die nicht mehr geil aussehen, hätte es alles keinen Sinn, weil es ist nicht so. Auch die Karten in dem schlechten Zustand, in dem Alter, sind halt echt was wert, ja. Und hier sind wunderschöne Schmuckstücke dabei. So schaut die Rückseite aus. Also der Zustand auch von diesem Glurak ist nicht der beste. Aber ich sag mal, gerade bei Pokémon ist es wirklich so, dass alles echt mittlerweile, was ein bisschen älter ist, ja, einfach Wert, einen Wert hat. Einen Wert, ja, gewinnt, weil, sogar zu sagen. Wenn du ein Sammler bist und dann vielleicht auch noch in unserem Alter und hast halt einen Aerodactyl, den du damals schon hattest, unter deinen ersten, naja, Karten oder den mach schon mal, es fühlt sich halt da einfach geil an und sie sind halt echt eine Investition, also es ist eine Wertanlage. Also es lohnt sich auch, solche alte Sammlungen zu kaufen oder verkaufen, bevor man sie, also wenn man sie nur zu Hause rumfliegen hat und sich damit nicht beschäftigen möchte und nichts damit zu tun hat, lohnt sich das zu verkaufen, weil es gibt Leute, die auf sowas echt aufpassen wie ein Augapfel. Ja, ja, schaust dir an, Raichu, Blitzer, geil. Ich meine, man muss halt auch sagen, dass Pokémon halt wirklich genau das Gegenstück zu Magic ist beispielsweise. Genau. Oder Yu-Gi-Oh! Pokémon ist tatsächlich ein reines, guck dir die Karte an. Ja, das ist halt ein Sammel, also meiner Meinung nach, Pokémon-Karten sind zu sammeln da, ja, viele, und bei Magic also, oder Yu-Gi-Oh! Ist es halt genau andersherum, ne? Da, sind, genau, da guckt man auf die Werte, wie stark ist die Karte im Spiel und nicht wie selten oder wie häufig, ja, wurde sie gedruckt. Das ist dann, natürlich gibt es auch die ein oder andere Karte, die natürlich häufig oder weniger häufig gedruckt wird, auch in Magic, die haben dann auch ihren Wert. Ja. Wenn ich an Black Lotus denke beispielsweise, die sind dann schon ihr Geld wert, aber das ist halt, das ist halt, gerade für uns aus der Jugend heraus, ist das halt was ganz anderes, die Pokémon-Karten einfach zu haben. Ja, es hat einfach Sammlerwert. Es gibt Leute, die investieren durch richtig Kohle, also das ist jetzt teilweise echt sehr schmutzig und super mitgenommen, aber die haben einfach noch ihren Wert. Ich mein, und ihr habt die Gelegenheit, die bei uns echt zu faire Konditionen zu verkaufen. Die werden bewertet. Ihr könntet auch danach sagen, okay, es war schön, es hat mich interessiert, was es wert ist. Jetzt gehe ich woanders hin oder lege es mir vielleicht doch wieder zu Hause hin. Genau, das könnt für ihr die auch. Kids also, oder so, späterhin mal. Es ist ja auch euch auch freigestellt, wenn die Karten bei uns waren.
Genau, also das, ihr verpflichtet euch ja nicht zum Verkaufen, nur weil wir uns die anschauen. Also ihr könnt nach dem Verkauf immer noch sagen, euch ist das zu wenig, zu viel. Jetzt weiß ich mal, um was es geht. Ich will sie doch behalten. Vielleicht haben die Kinder mal was davon. Wie könnte ich die richtig lagern? Könnt ihr mir da Tipps geben? Also das sind alles Sachen, die man echt... Mir ist gerade aufgefallen, das Ding ist ja auch First. Ja. Also es sind echt coole Karten dabei. Ja, sehr. Was auch noch vielleicht lukratives zu sagen ist, ihr habt die Möglichkeit, das ganze bar auszubezahlt bekommen, also ausbezahlt bekommen, ja. Oder im Store-Credit, also ich sage jetzt mal als Gutschein, wo natürlich die Summe dann dementsprechend höher wird. Ja, auf jeden Fall. Also Store-Credit ist lukrativer für euch, wenn ihr natürlich noch was mitnehmen wollt, weil... Oder wenn ihr sowieso schon Kunde gesagt, hier seid, wie er jetzt. Ja? Genau. Er bekommt alles in Store-Credit, ist leidenschaftlicher Magic-Spieler. Richtig. Der wird wissen, was er damit macht. Was hat man... Also Magic-Produkte haben wir massig, Yu-Gi-Oh!-Produkte haben wir massig. Ansonsten, wenn ihr gar keinen Bock mehr auf Pokémon habt und sagt jetzt, ey, wir wollen, keine Ahnung, jetzt Star Wars spielen oder sowas, ist alles kein Problem, haben wir alles da. Weil wir sind halt nicht nur die Pokémon-Gurus, die die Faction aufreißen. Nee. Wir sind nicht nur... Pokémon gestört, wie man hinter uns sieht, sondern wir haben auch, wenn man darüber schaut, noch ganz viele andere Sachen. Das stimmt, also man kann echt vieles bei uns erwerben und auch loswerden. Also wir sind schon auch kleine Sammler. Das Ganze, das ist jetzt der Vorgang, ist dann so, wir haben das Ding jetzt angekauft, als nächstes wird es dann umgefoilt, kommt in unser System und ja, wird genau. online gestellt. So ist es. Also, Prinzip, kann man die irgendwann bald bei uns käuflich erwerben. Das ist richtig. Und an unserem Terminal. An unserem Terminal online und bei unserem Online-Terminal, was mittlerweile auch vorhanden ist. Das ist alles gar kein Problem, weil, ja, das ist der erste Schritt. Die Sammlung ist übrigens schon angekauft, die ist schon uns. Deswegen zeigen wir sie nicht hier zeigen. Genau, deswegen können wir euch die zeigen. Ja, die Sammlung lag jetzt da, ich glaube, 2 oder 3 Tage, weil es halt schon... Ja, die liegt jetzt schon eine ganze Zeit, aber bis der Kunde seinen Bescheid bekommen hat, hat ein paar Tage gedauert. Genau, es waren die dann auch Weihnachten, halt Feiertage, Urlaub, die Leute waren nicht alle da. Ja, vor allem brauchen wir halt auch wirklich die Zeit, gerade bei so einer Sammlung, wirklich die Zeit, die es benötigt, um die Sammlung einfach korrekt und gut in zu bewerten. In der Tat. Das wollten wir euch mal zeigen, das ist echt eine coole Sache, die es bei uns gibt oder ein Service, den wir anbieten, den ihr gerne nutzen könnt. Genauso könnt ihr so alte Karten auch bei uns kaufen. Aber was ich noch sagen wollte, was vielleicht wichtig ist, ihr könnt die Sammlung natürlich nicht nur herbringen und da lassen, sondern ihr könnt die auch im Prinzip zu uns schicken. Ja, natürlich. Das Ganze wird natürlich auch per Postweg oder wenn ihr hier anruft und sagt, ich schicke euch ein versichertes Päckchen, die würde ich gerne loswerden, die Sammlung, könnt ihr da mal drüber schauen. Dann kriegt ihr ein Angebot. Angebot unterbreiten. Und dann schicken wir es per PayPal zurück oder überweisen es, wie auch immer. Wie ihr das wollt, es ist euch überlassen. Wir wollen ja speziell ältere Karte vielleicht loswerden, ohne sie hier anzugehen. Wir können sie an mir persönlich schicken, ich würde sie annehmen. Ich hätte auch Bock auf alte Karten. Nee, also das ist was ganz Tolles, macht nicht jeder Lade. Es ist Service, der uns, wenn die Leute dann gerade das Angebot nett annehmen, auch sehr viel Zeit kostet, die dann eventuell mal umsonst ist. Tatsächlich, aber das ist, hat einfach was mit unserem Community-Geist zu tun, den wir das ist halt einfach, an den Tag legen. Ja, wir wollen den besten Service für euch. Und das kriegt ihr der nur dann. Der Ordnerallee schon halt, ist schon mega geil. Ja, ne? Das ist halt so. Wie am Anfang gesagt, ne, das ist halt so, du guckst dir den Ordner an, denkst dir so, ey, der ist so richtig 19, so 90er-Style. Ja, ne? 95. So richtig alt, die Karten da drin, richtig alt, aber wenn man dann genauer drüber nachdenkt und das mal einfach betrachtet, ist das echt viel Geld mittlerweile. Vermutlich hatte ich den Chlorik Timer. Vielleicht. So wie ich mich kenne. Gut, das war's aus dem Video. Wir sind durch. Ich würde sagen, Leute. Pikachu. Nehmt es euch zu Herzen, passt auf eure Karten auf, auch die ihr jetzt kauft. Es liebt sie. Seid lieb zu ihnen. Das haben wir damals nicht gemacht, weil Tischtennisplatte, Ergebnis, Glurak. Ja, so da, genau das sind die Kratzer von denen über die Tischtennisplatte. Da, nimmt ihr halt. Richtig. Gut, wir sind weg, ihr könnt ausschalten. Bis dann. Und bis zum nächsten Mal. Pikachu! Ich bin auch so alt. Ich bin nicht so alt.